23. Februar, 9.34 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Wie liefen die Ermittlungen gestern, Herr Wright? Hätte ich gesagt, es gibt noch viele Grauzonen. Oder besser gesagt, das Ganze ist eine große Grauzone. Mach dir keine Sorgen um mich, egal wie es ausgeht. Ich bin bereit, mein Schicksal zu akzeptieren. Ich glaube an dich, Schwester. Herr Wright, lassen Sie mich Ihnen einen Ratschlag geben. Ja? Ein Verteidiger sollte seinem Mandanten niemals glauben. Hä? Angeklagte kommen vor Gericht, da man sie eines Verbrechens verdächtigt. Vergessen Sie das niemals. Frau Sky, Sie erinnern mich sehr an Mia. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Ihnen und ihr. Welchen? Sie sind keine Verteidigerin. Ich glaube, es ist an der Zeit für die Verhandlung. Viel Glück, Herr Wright. Und damit herzlich willkommen zurück zum Phoenix Wright Ace Attorney. Wieder ein bisschen her seit der letzten Aufnahme und wir werden direkt in die erste Verhandlung geschmissen. Los geht's. Mein erster Prozess ohne die Hilfe einer Fae. Niemand wird mir diesmal aus der Klemme helfen. Ich werde da drin allein sein. Deshalb muss ich die Wahrheit ganz allein herausfinden. Lassen Sie es uns anpacken, Herr Wright. Ich stehe Ihnen die ganze Zeit zur Seite. Also wäre doch nicht so allein, oder? 23. Februar, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Das Schöne ist, es ist immer wirklich Punkt 10, bei denen losgeht. Das Gericht verhandelt nun den Fall von Lana Sky. Oh, wie ich mich so auf die Stimme von dem freue. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist schon seit langem bereit, euer Ehren. Edgeworth. Seit Edgeworths Prozess war ich nicht mehr im Gericht. Das ist eine ganze Weile her. Ich hoffe, dass persönliche Gefühle heute keine Rolle spielen, Herr Wright. Ich werde den Weg gehen, der mir richtig erscheint. Egal, was die anderen sagen. Welches Urteil gefällt wird, liegt einzig und allein in unseren Händen. Nun gut, Edgeworth. Ihr Eröffnungsplädoyer, bitte. Generalstaatsanwältin Lana Sky hat ein unverzeihliches Verbrechen begangen. Mehr noch, sie beging es voreilig auf dem Parkplatz der Staatsanwaltschaft. Könnt ihr mal was in den Vordergrund holen, so. Wow, in Person ist er noch eindrucksvoller. Ich habe plötzlich das Bedürfnis, alles zu gestehen. Für diese voreilige Tat wird sie mit dem Leben bezahlen. Es gibt einen Zeugen für dieses Verbrechen. Einen professionellen Zeugen. Gut, rufen Sie Ihren ersten Zeugen auf, Herr Edgeworth. Die Anklage ruft die erste Zeugin, Frau Angel Starr, in den Zeugenstand. Die Ausspuckkönigin? Professioneller Zeuge? Hä? Habe ich Sie nicht schon mal gesehen? Sie haben das Kaviar-Menü bestellt, nicht wahr? Oh, Kaviar! Ich habe noch nie Kaviar gegessen. Der Richter schlingt es richtig runter. Und für Sie habe ich einen Fiesta-Salat. Danke. Würde die Zeugin bitte ihren Namen und ihren Beruf angeben? Ach, und Sie, mein Herr, haben die Fingerabdruck-Lunchbox bestellt? Es ist noch zu früh fürs Mittagessen. Ihren Namen und Beruf, bitte. Nun, euer Ehren, wie schmeckt es Ihnen? Nun, ich weiß nicht. Nun weiß ich, warum alle von Kaviar schwärmen. Er schmeckt einfach zu gut. Ich dachte immer, dass Kaviar wie sauer eingelegte Tapioca schmeckt. Wie zum Teufel schmeckt denn sauer eingelegte Tapioca? Name, Beruf, sofort. Mein Name? Angel Star. Vergessen Sie ihn nicht. Im Augenblick habe ich die Leitung von Lunchland. Ist es das, was Sie hören wollten, Herr Edgeworth? Nun gut, Zeugin. Schildern Sie uns bitte den Vorfall. Die Anklage wartet noch. Ich habe noch nicht aufgegessen. Beeilen Sie sich. Nun gut, Herr Edgeworth. Wie Sie wissen, beschreibt uns normalerweise die Polizei das Verbrechen. Euer Ehren, wie Herr Edgeworth dem Gericht schon sagte, bin ich ein Profi. Was soll das genau heißen?
Bis vor 2 Jahren war Frau Angel Star eine Sonderermittlerin der Polizei. Oha! Sie war eine erstklassige Inspektorin der Mordkommission. Was? Frau Star war Polizeiinspektorin? Oh, ich weiß, wer Sie sind. Die Ausspuck... Die Ausspuckkönigin Angel Star, euer Ehren. Es ist lange her. Nun gut. Fahren Sie mit der Beschreibung fort, Frau Star. Wer genau ist diese Frau? Wenn ich um die Aufmerksamkeit des Gerichts bitten dürfte? Polizeiinspektorin war sie mal, aha. Die Parkgarage der Staatsanwaltschaft ist 2 in 2 Blöcke unterteilt. Block A für das Personal der Staatsanwaltschaft. Block B für Besucher und Mandanten. Ein Metallzaun trennt die Blöcke voneinander. Ich nehme an, damit die Besucher nicht auf den Plätzen der Staatsanwälte parken. Das Verbrechen fand bei einem Auto hinten in Block A statt, im Kofferraum des Autos. Die Mörderin stach mit einem Messer auf das Opfer ein und wollte die Leiche wegbringen. Zu ihrem Unglück gab es einen Zeugen und sie wurde auf der Stelle festgenommen. Und wer war dieser furchtlose Zeuge? Nun, das war ich, euer Ehren. Pläne zur Gerichtsakte hinzugefügt. Gucken wir uns gleich mal an. Zeugen, haben Sie den Augenblick des Verbrechens selbst gesehen? Natürlich, euer Ehren. Ich habe die Generalstaatsanwältin danach sofort festgenommen. Das sieht alles eindeutig aus, nicht wahr? Nun, all right. Ich kann aus Prinzip nicht zustimmen, euer Ehren. Anscheinend können die armen Verlierer die Wahrheit nicht akzeptieren, euer Ehren. Soll ich fortfahren, um ihnen die letzte Hoffnung zu rauben? Wenn sie das können, dann geben sie ihnen den Rest, Frau Star. Moment mal, reden die von mir? Ganz schön enge schon in der ersten Verhandlung. Zeugenaussage. Ich wusste schon immer, dass ein Tag wie dieser kommen wird. Ich war gerade dabei, meinem Freund eine Lunchbox zu bringen, als ich etwas ahnte. Vielleicht wegen meiner feinen Spürnase. Durch den Zaun durch sah ich die Generalstaatsanwältin neben einem protzigen Auto stehen. Die Generalstaatsanwältin hielt ein Messer in der rechten Hand. Danach stach sie mit der Spitze des Messers Inspektor Goodman in die Brust. Sie brachten ihrem Freund eine Lunchbox. Wie rührend. Wie Sie sehen, es gibt keinen Zweifel. Der Hauptpunkt Ihrer Aussage ist anscheinend nichts anderes als die Spitze des Messers, die vor Ihren Augen in Inspektor Goodman gestochen wurde. Nun, wie fühlt es sich an, am Boden zerstört zu sein? Ich denke noch darüber nach. Es ist bloß eine Fleischwunde, Herr Wright. Na gut, Herr Wright, Sie können die Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Mit Vergnügen, Kreuzverhör. Los geht's. Und wie immer greifen wir erstmal alles an. Woher wussten Sie das? Ich respektiere die generelle Abneigung der Staatsanwälte gegen Verbrechen, doch ihre Vorgehensweise ist krumm und schmutzig. Krumme Vorgehensweisen führen immer zu Tragödien. Die auf Vermutung basierende Meinung der Essensdame wurde zur Kenntnis genommen. Sie sind es gewohnt, störende Beweise ganz nach Laune zu vernichten. Einen Inspektor, der zu viel wusste, umzubringen, ist bloß die Fortsetzung davon. Frau Star, haben Sie persönlich etwas gegen Staatsanwälte? Ich dachte, ich hätte den Traumberuf gefunden, als ich Ermittlungsbeamtin wurde. Und wäre ich nicht von diesen Staatsanwälten dort entlassen worden, wäre ich's heute noch. Entlassen? Sie wurde gefeuert. Für mich sind Staatsanwälte nichts anderes als Würmer. Wie Sie wissen, bin ich ein Profi. Meine Zeugenaussage ist neutral und fehlerlos. Nun gut, fahren Sie fort, Frau Star. Ja, haben wir gehört, wie neutral die ist. Ja, mein lieber Scholli. War gerade dabei, meinem Freund eine Lunchbox zu bringen. Aha. Ihr Freund? Ist es der Inspektor? Nein, das ist die Nummer 2. Ich meinte den Wachmann. Die Nummer 2? Sie haben mehrere? Ja. Die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3. Wollen Sie dabei sein? Die Nummer 4 ist noch frei für weitere Bewerber. Ich bleibe lieber beim Mittagsmenü, danke.
Memo an mich. Der Richter musste nachdenken, bevor er antwortete. Da würde ich aber auch erstmal nachdenken. Der Wachraum ist auf dem Bachplatz im Block A. Er ist im ersten Stock, sodass man von dort aus alles sehen kann. Das muss der Raum sein, auf dem Sicherheit steht. Ganz nebenbei, haben Sie die Lunchboxen mit dem Auto gebracht? Da ich nur noch Besucher bin, habe ich in Block B geparkt. Also war sie in Block B, als sie das Verbrechen sah. Als ich das ahnte, vielleicht wegen meiner feinen Spürnase. Sie ahnten etwas? Sie sagen also, sie hatten eine Vorahnung? Es war wie... Wie würde man sagen? Oh ja. Es war so ein Gefühl, als ob sie einen Kürbis voller Samen sehen würden. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. In Bezug auf Ihre Spürnase. War das Opfer Bruce Goodman auch ein Inspektor? Ja, aber er war noch wie unreifer Käse. Wie? Unreifer Käse? Noch jung, ohne die Würze, die die Erfahrung mit auf der Straße bringt. Ein Grünschnabel. Ich bin natürlich hart, gelblich und scharf. Was? Ich wette, dass sie auch noch stinkt. Auf jeden Fall fühlte ich auf dem Parkplatz, wie mir ein Gedanke kam. Durch den Zaun durch sah ich die Generalstaatsanwältin neben einem protzigen Auto stehen. Durch den Zaun durch? Mit protzigem Auto, meinen Sie? Ach, Edgeworths Auto, ja. Edgeworths Auto? Zufällig geirrte das Messer mit dem das Opfer erstochen wurde, auch Edgeworth. Nicht wahr? In der Tat, das tat es. Holy, der gute Edgeworth. Was für ein komischer Fall. Und die Person, die Sie gesehen haben, war das wirklich die Angeklagte? Sie war nicht mehr als 10 Meter von mir entfernt. Ich bin sicher, dass sie es war. Wenn sie die Wahrheit sagt, sind wir verloren. Geben wir unser Bestes. Aber wenn wir keine Beweise haben, können wir immer noch Beschwerde einlegen. Zeugin, in Ihrer Aussage haben Sie deutlich Folgendes gesagt. Staatsanwälte sind nichts anderes als Würmer. Ergo, Sie sind voreingenommen. Behalten Sie Ihre dämlichen Ansichten in Zukunft für sich, Sie Anfänger. Hä? Anfänger? Oder Sie tragen die Folgen, wenn Sie an mir zweifeln. Ich werde Sie frittieren wie einen Krapfen. Außen knusprig, innen weich. Das war beeindruckend. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gehört. Ist das nicht literarischer Diebstahl? Ich mag vielleicht zur Essence Lady degradiert sein, aber meine Instinkte sind geschärft. Ein Foto! Haben Sie das gemacht? Im Augenblick des Verbrechens erwachte meine Reflexe und knips machte ich das Foto. Tatsache ist, eine meiner Lunchboxen ist mit einer Kamera ausgestattet. Ich glaube, das ist spannender, als sie nur um den Hals zu hängen. Ich sehe das Foto zum ersten Mal. Glauben Sie wirklich, dass ich das einem Staatsanwalt Ihnen zeige? Was glauben Sie? Mein Freund arbeitet im Fotografiebereich der Kriminalabteilung. Nun gut, das ist ohne Zweifel die Angeklagte. Tatfoto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Sehr interessant. Wahrscheinlich wissen die meisten schon, worauf ich hinaus möchte, aber... wir gucken noch mal. Wir gucken noch. Oh, oh, oh. Das ist wirklich Lana Sky. Also, was hat die Angeklagte in diesem Moment getan? Die Generalstaatsanwältin hielt ein Messer in der rechten Hand. Erzählen Sie mir mehr über das Messer, das die Angeklagte bei sich trug. Ah, tja. Nun, ich würde sagen, die Klinge war ungefähr 10 cm lang. Stimmt das, Herr Edgeworth? Es ist ja immerhin Ihr Messer. Ja, das ist richtig. Staatsanwälte wissen gut über die Lage der lebenswichtigen Organe Bescheid. Ich bin mir sicher, es war einfacher, als ein Ei für meinen Eiersalat zu kochen. Sie können nichts darüber aussagen, wie sie ein Ei tötet. Ich meine eine Person. Vielleicht wäre Geflügelsalat die bessere Metapher gewesen. Also die Angeklagte hielt ein Messer in der Hand. Und dann? Dann stach sie mit der Spitzenspitze des Messers Inspektor Goodman in die Brust. Okay.
Sagen Sie dem Gericht, warum Sie nicht versuchten, das Verbrechen zu verhindern. Sie haben gesehen, wie sie das Messer zum Zustoßen hob, nicht? Die Verteidigung hat recht. Als ich bemerkte, was da vorging, war es leider schon zu spät. Zu spät? Ja, einen Augenblick später stach die Generalstaatsanwältin mit der Mordwaffe zu. Ich verstehe. Es ist nur eine Fleischwunde, Everett. Wir schaffen das schon. Wiederholst dich. Noch was? Technisch gesehen ist Frau Stars Aussage fehlerlos. Hört sich sehr böse an. Was können wir tun? War's das? Ist meine Schwester schuldig? Wir müssen nur einen kühlen Kopf bewahren und die Zeugin ein wenig angreifen, okay? Ihre Panik neben mir macht mich irgendwie ruhiger. Grins nicht so. Okay. Wir haben einmal den Lageplan, ja? Die Tiefgarage mit Edgeworths Auto. Mhm. Hier ist der Wachraum. Hier ist das Auto. So, sie hat erstmal gesagt, sie hat es vom Wachraum aus beobachtet. Leute, das geht nicht. Da ist eine Wand dazwischen. Und dann hat sie uns das Foto gezeigt und da ist eindeutig dieser Zaun hier zu sehen. Das heißt, sie war nicht dort, sondern sie war da. Sehr, sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Ja, und dann haben wir noch das Foto. Der Moment des Verbrechens von Angel Star fotografiert. Da sehen wir die Gitter. Und auch der Winkel würde überhaupt nicht stimmen, wenn sie es vom Wachraum aus fotografiert hätte. War dabei, meinem Freund eine Lunchbox zu bringen, als er es ahnt. Vielleicht mit meiner Spürnase durch den Zaun durch sah ich die Generalstaatsanwältin neben einem protzigen Auto stehen. Ich frage mich, ob das jetzt der Moment ist. Nee, das stimmt nicht. Mhm. Wir müssen das irgendwie in Zusammenhang bringen, dass sie es von Block B aus beobachtet hat. Greifen nochmal sehen. Wann ist der Inspektor Nummer 2? Der Wachmann. Ist auf dem Parkplatz im Block A. Das ist im ersten Stock, dass man dann da aus alles sehen kann. Es muss der Raum sein, wo Sicherheit draufsteht. Vielleicht muss ich die Karte dabei zeigen. Nee. Das scheint nicht die richtige Aussage zu sein. Wie gesagt, das ist halt sozusagen Bonuswahl und der ist nicht ganz leicht. Das ahnte durch den Zaun durch, sah ich die Generalstaatsanwältin neben einem protzigen Auto stehen. Das ist auch nicht richtig. Eventuell muss ich gleich ein Safe State machen. Ich mach mal jetzt schon mal einen, damit ich noch 2 Versuche übrig habe. Speichern wir mal hier. So. Neben einem protzigen Auto stehen. Mit dem Messer in der rechten Hand, damit das Witz des Messers zum Inspektor Goodman in die Brust. Keine Abdrücke. Vielleicht versuchen wir es mal mit dem Foto bei dieser einen Aussage. Nee. Mit einem Messer in der rechten Hand. Keine Abdrücke. In dem Autopsiebericht steht, ob
durch ein 12 cm langes Messer verursacht. Ja. Das Messer in der rechten Hand. Nope. Also sonst hätte sie ja eigentlich Abdrücke hinterlassen müssen, oder nicht? Stach sie mit der Spitze des Messers Inspektor Goodman in die Brust. Kurz im Auto stehen. Tut mir leid, dass ich gerade so ruhig bin. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Ein Messer in der rechten Hand. Vielleicht gehen wir auf das mit 10 cm an. Okay, sie trägt Handschuhe. Okay, mhm. Durch den Zaun durch sah ich die Generalstaatsanwältin neben einem protzigen Auto stehen. Mit protzigen Auto meinen sie etwas Auto? Ja. Das war auch sein Messer. Mhm, ja. Gemurmel im Zeugenstand. Nicht mehr als 10 Meter von mir entfernt. Freunde Lunchbox zu bringen, der Wachmann. Wachmann ist im Block A im ersten Stock, dass man von dort aus alles sehen kann. Es muss der Raum so auf dem Sicherheit steht. Ganz nebenbei haben sie die Lunchbox mit dem Auto gebracht. Da habe ich nur im Block B geparkt. Also war sie im Block B, als sie das Verbrechen sah. Okay, sie war also im Block B, als sie das Verbrechen sah. Ungefähr 10 cm lang stimmt das ja etwa, das ist immer ihr Messer. Sieht man da vielleicht kein Messer auf dem Foto? Aha! Und Sie haben das beobachtet?
Sie sahen, wie Frau Sky mit dem Messer auf das Opfer einstach? Wie ich schon sagte, ja. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich schwöre, es bei meinem besten Lachsstrudel. Ich bin mir sicher, dass es vorzüglich schmeckt. Aber ist das nicht komisch? Sie sehen sich das Foto an. Das ist das Foto, das Sie zum Tatzeitpunkt gemacht haben, nicht wahr? Warum hält Frau Sky denn kein Messer in der Hand? Herr Edgeworth, was denken Sie? Einspruch. Wir sollten etwas vorsichtiger mit unseren Beweisen sein, denken Sie nicht auch? Sie müssen vorsichtiger sein, Herr Wright. Was meinen Sie damit, Herr Edgeworth? Dieses Foto wurde nicht direkt vor dem Zustechen gemacht. Es wurde direkt nach dem Zustechen aufgenommen. Woher wissen Sie das? Blutspritzer. Hä? Sehen Sie den dunkelroten Flecken auf dem Mantel der Generalstaatsanwältin? Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Ah, ja, schwer zu sagen, aber es könnte Blut sein. Nun, Herr Wright, ich sehe kein Problem. Kein Problem, außer Ihnen. Herr Wright, sitzen Sie nicht einfach nur da und lassen Sie... Sitzen Sie nicht einfach da und lassen sich das gefallen? Ja, hast du eine bessere Idee? Einspruch, natürlich. Moment, das widerspricht dem, was die Zeugin ausgesagt hat. Nämlich, dass sie das Foto in dem Augenblick machte, als sie das Verbrechen sah. Nun, anscheinend war ich nicht deutlich genug. Das tut mir leid. Das ist alles? Wenn Sie noch hungrig sind, bestellen Sie ein zweites Menü. Problem gelöst? Wenn es Ihnen nicht schmeckt, bestellen Sie einfach das erste Menü als Jumbo-Menü. Guter Ratschlag. Ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe, aber guter Ratschlag. Ich hatte keine Zeit, Sie aufzuhalten. Die Staatsanwältin Sky war kalt, berechnend wie ein Roboter. Sie tötete ohne Zögern und Erbarmen. Es war vorsätzlicher Mord. Für vorsätzlich? Woher wissen Sie das? Sehen Sie die Hände der Generalstaatsanwältin auf dem Foto? Nun, sind das Handschuhe? Wohl eher dünne chirurgische Gummihandschuhe. Warum sollte sie solche anziehen? Wenn es nicht vorsätzlich gewesen wäre, hätte sie solche Handschuhe nicht getragen. Der Täter hat allerdings recht.